Seid herzlich gegrüßt und willkommen wieder zu einer weiteren Folge Odyssey. Ja, ich stehe jetzt hier von einer Masse von Lurkern und befinde mich irgendwie, ich habe das jetzt mal vorbereitet, unterhalb des Passes. Also der Pass würde sozusagen direkt hier oben drüber sein. Wo ist denn Holz? Hier sind ja Holzbrücken und sowas, oder? Ja, das werden wir später noch herausfinden. Jetzt ist es so, dass ich ja auch wieder nette Kommentare bekommen habe. Was heißt nett, aber gute Kommentare, wie zum Beispiel von Alain Dufon. Was für Pfeile benutze ich denn? Kann ich denn herstellen? Also geschärfte und normale Pfeile machen kaum Damage. Ich habe aber jetzt hier mir mal angeguckt, was ich habe. Ich habe hier Bolzen, die könnte ich alle, weiß ich nicht, aber ich habe Giftpfeile, 20 Stück. Geschärfte Pfeile, oh, nur noch 75. Ja, ja, weißt du was? Ich werde die mal einlegen, die Giftpfeile, um mal zu gucken, ob die wirklich gut Damage bringen. Habe ich noch in Vino Veritas, also es geht um Seitz, verrückte Sippe. Da muss ich später auch mal gucken, wie ich da, ob ich mich da mal umhauen lasse oder ein paar Tage warte, so wie es Alain gesagt habe. Aber kurzer Sinn und lange Fragen, Antworten meine ich. Ich versuche jetzt mal mit dem Sandlurker Nummer 1 einen direkten Treffer zu landen. Das hat geklappt, kann aber auch Zufall sein. Schauen wir mal weiter. Okay. Bin ich eigentlich drauf? Ich bin drauf, gut. Musik läuft auch. So, bin mal gespannt. Das ist natürlich cool hier, wenn so ein... nicht direkt getroffen. Oh Mann. Das war wieder nur so ein Zufallstreffer. Jawoll. So, wer hat denn nachgezählt? Habe ich jetzt nur noch 16 Pfeile oder was? Ah, Mist. Werde ich den jetzt mal nehmen? Komm. Und dann nehme ich... Schieß doch! Okay. Okay. Ja. Gehen wir mal ganz nah dran. Es ist nicht zu fassen. Okay, lassen wir ihn erstmal rankommen. Jawohl. Dann gehen wir auf diesen Sandlager und freuen uns, was hier im Wasserfall ist. Wenn da was ist. Nicht zu fassen. So. Oh, Leute. So. Ich glaube nur noch drei Giftpfeile über. Aber die vielen Sandlager, die ich jetzt im Aufluten werde, hat es dann doch noch alle erwischt. Jawohl, jetzt stehen wir hier vor dem Wasserfall, der irgendwie aus der Mitte des Felsens rauskommt. Gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Vielleicht versteckt sich ja hier noch was Wichtiges. Vielleicht ein Teleport-Rune, aber glaube ich nicht. Jetzt hätten wir sie hier schon längst irgendwo gesehen. Also hier in der Spitze gibt es leider nichts. Schade. Komm raus. Hier vielleicht mittendrin auch nichts. Gut. Okay. Ein paar Texturschwierigkeiten. Verkraftbar. Ja. Ich habe euch doch schon gelootet. Und hier die Kräutertjes, die hier noch waren, die habe ich auch gelootet. Jetzt, oh, hier, vom Wegen gelootet. Feuernessel war noch da. Ja, man übersieht einige. Das ist klar und verständlich. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen kontemplieren und mal mich orientieren, wie ich jetzt weiterverfahre, weil hinter mir geht es nicht weiter. Das ist jetzt so gewesen. Gehe ich jetzt wieder hier in die Richtung oder gehe ich in die Richtung? Die Richtung wäre Kappes, weil da haben wir ja hier wieder, glaube ich, die Ruine, ne? Ja, ja, die Bogenruine, wo wir die vielen, ja, ja. Zu Anfang, als wir in Varant angekommen sind. Ja, 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 ja. Das heißt, ich werde jetzt doch wieder zu Salz Sippe zurück, weil hier ist ja irgendwo eine Leiter. Sollte ja die Leiter sein. Genau, richtig. Und dann werde ich mal da mal ein bisschen ein paar Experimente machen mit den Nomaden, mich umhauen lassen. Werden wir weitersehen. Also bis dann. Leichte Nomadenrüstung habe ich angezogen. Hat ja auch Hitzeschutz. Jetzt will ich mal gucken. Ja, einfach umnieten lassen, umhauen lassen. Wenn die dann sowieso ihre Bögen wieder ziehen, bin ich eh ganz kaputt. Na? Hey. Hey.
Hey, hey. Bis jetzt. Said. Ich möchte Armana erobern. Eispfeile, Eiswürfel. Ach, machen wir mal. Zeige mir, wie ich Eispfeile und Eisbolzen herstellen kann. Das ist einfach. Verbinde am Alchemietisch ein Bündel von 10 Pfeilen oder Bolzen mit Teilen einer Eispfeilspruchrolle. Ach so. Magische Kälte wird dann sogleich in deine Pfeile und Bolzen übergehen. Besser aber als Eispfeile und Eisbolzen sind Sprengpfeile und Sprengbolzen. Die Herstellung dieser gefährlichen Pfeile und Bolzen aber werde ich nur erprobten Freunden beibringen. Okay. Das war das, was ich schon in vor zig Folgen in einer der Kommentare gelesen habe. Ich glaube, Alan, du warst das sogar. Wegen Puff-Puff, also Puff-Puff-Pfeile. Nee, Sprengpfeile und so. Das ist natürlich klar. Ich möchte Armana erobern. Vertraust du mir, ich will stärker, geschickter werden. Mal gucken. Vertraust du mir? Ich habe ihm ja Waffenbünde gegeben. Du hast meine Tochter Tamara gefunden. Ja. Gleichzeitig hast du uns mehrere Waffenbünde besorgt. 2. Damit hast du uns schon sehr geholfen. Wir werden noch immer von Alis Wüstenräubern belästigt. Du wolltest doch etwas dagegen tun. Die Männer misstrauen dir. Du bist nun mal ein Fremder. Du bist noch lange nicht so weit. Wenn du willst, dass wir dir helfen, musst du noch einiges für uns tun. Ja, Alis Wüstenräuber, sind das die bei der Plantage? Alain, du hast ja mal auch gesagt, so von wegen bei der Plantage müsste man noch Verdoya noch eliminieren. Würde ich ganz gerne machen, aber ich möchte wissen, ob er mir hier eine Rune bringt. Hier ist ja kein Handeln dabei. Aber ich werde mal gucken, ob irgendwo noch was hier zu finden ist. Aber auf meine Frage von der letzten Folge habe ich leider noch keine Antwort gekriegt. Wo denn hier eine Rune sein könnte? Wahrscheinlich absichtlich keine Antwort, damit ich suche und suche. Aber mein Sprichwort, mein Wort ist ja immer, wer sucht, der findet mehr als er denkt. Und das ist wahrlich im ganzen Leben immer so. Was? Wieso habe ich das bei der letzten Folge nicht gefunden? Oh. Ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Echt nicht. Hammer. Oh. Ja, dann können wir ja flüssiger spielen. Ich speichere mal. Jawohl, aber bevor ich mich da irgendwo rüber husche, auch wieder vom Odyssey Mod Team alias Alain Dufon. Hinter Kamals Zelt sind noch ein paar NPCs. Das war, glaube ich, in der Richtung. Mit Quests. Also wenn, dann machen wir mal Wegzeitoptimierung. Ach ja. Das war doch hier, glaube ich. Ne? Hinter Kamals Zelt sind noch mehrere. Ich habe jetzt endlich hier... Die habe ich alle schon durchgeguckt, hier die Zelt, das weiß ich. Mann, oh Mann, oh Mann. Da treffe ich auf einmal die Rune. War denn das hier? Die Richtung Kamal. Ja, natürlich. Die saßen ja hier alle am Feuerchen. Supp, das ist Kamal, das ist Selima, beziehungsweise seine Frau und seine Tochter. Wieso steht die Halima hier? Halima, was machst du da? Schöne Aussicht, ne? Gut, aber hier soll ja noch mehr sein. Ja, ja, exactement. Je suis beeindruckt. Okay, werden wir mal gucken, erstmal speichern. Oh, eine Schmiede gibt's da. Ah, müsste ich alles ein bisschen aufbauen hier. Bin ich gespannt, wer so alles da ist. Ah, und wir haben hier gleich eine Werkbank. Mhm. Erstmal gucken, wer hier alles ist. Du bist Nomade. Oh, Nomade. Mal gucken. Nomade. Hier ist Rustan. Rustan. Hast du was im Zelt, Rustan? Nein. Rustan fragen. Bringt nicht so viel. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Ruslan. Wer bist du? Ach, Ruslan. Ich heiße Roland und wollte mich bei euch ein wenig umsehen. Tu das. Du scheinst nicht aus Varan zu stammen. Kommst du aus Myrtana? Nein, ich stamme von der Insel Korinnes. Die letzten Jahre lebte ich allerdings auf Athanos. Athanos? Ist das nicht eine kleine Insel mit einer mächtigen Burg der Paladine? Wie? Du hast von dieser Insel schon gehört? Ja, ich habe viele Jahre in der Fremde zugebracht und bin mit einem Schiff auch einmal an Athanos vorbeigesegelt. Gehörst du etwa zu den tapferen Kämpfern, die auf dieser Burg leben? Ja, bis vor kurzem noch war ich dort Waffenknecht gewesen. So sei mir doppelt willkommen, tapferer Krieger. Ruslan. Hat der einer
Buchstaben vergessen. Du scheinst über irgendwas traurig zu sein. Kannst du mir etwas beibringen? Ah, ja, okay. Das riecht mir nach Quest. Du scheinst über irgendetwas traurig zu sein. Sieht man mir das so an, fremder Krieger? Aber du hast recht. Es ist tatsächlich so. Darf ich fragen, warum? Wegen Selima. Kamal hat mir verboten, sie wiederzusehen. Verstehe. Selima ist das Mädchen, das du liebst. Und Kamal ist wohl deren Vater. Du sagst es. Ich will Selima heiraten, doch Kamal ist dagegen. Und warum ist Selimas Vater dagegen? Kamal mag mich nicht. Aber das ist eigentlich kein Wunder, da er überhaupt keine Menschen mag. Ey, cool. Das ist ja wie im Dorf unterhalb von der Burg von Athanos. Ne? Da im Dorf, da musste ich ja auch hier den Vermittler spielen mit dem Fischer und sowas. Das ist cool. Ja, Soll ich mal mit Kamal sprechen? Das ist zwar sehr nett von dir, dass du dies für mich tun willst, aber versprich dir nicht zu viel davon. Abwarten. Vielleicht kann ich ihn ja überreden. Nie im Leben. Eher fallen die Assassinen von Beliab und ihnen in Innos. Auch gut gesagt. Guter Spruch. Okay, mal gucken, was er uns beibringen kann. Kannst du mir etwas beibringen? Nun, ich bin ein ganz guter Schwertkämpfer. Oh, Schwertkämpfer. Persönlich kämpfe ich zwar lieber mit der Einhandwaffe, aber auch mit der Zweihandwaffe kann ich ganz gut umgehen. Allerdings darf ich dir erst etwas beibringen, wenn du ein Freund der Nomaden geworden bist. Ein Freund der Nomaden, okay. Erstmal gucken, wie teuer er ist. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich trainiere nur unsere... Ja, ist klar. Hab mal wieder nicht zugehört. Ach ja. Dann wollen wir doch mal gucken. Ins Logbuch. Werbung um Selima. Ja, so heißt das. Vertrauen der Nomaden. Alis Wüstenräuber. Alis Hippe, die Wüstenräuber sollen sich irgendwo in den... Ach ja, richtig. Irgendwo in den Bergen aufhalten. Werbung um Selima. Mal gucken, gibt es hier noch Tipp. Vater Kamal ist dagegen. Ich habe Russland vorgeschlagen, dass ich mal mit Kamal spreche. Der Typ scheint aber ein schwieriger Fall zu sein. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um, wer hier alles noch einen Namen besitzt. Ich speichere mal ab und mache die Musik wieder an. Du bist Nummer D. Jede Menge Shishas. Gebratene Fleisch. Darf ich mal? Okay, danke sehr. Nehmen ist seliger denn geben. Nein, das ging anders. Wanne, okay. Könnt ihr das Fleisch braten? Ja, okay. Mal, was hier so drin ist. Die Nomaden sind hier mir sehr angetan, beziehungsweise sind nicht feindlich. Da haben wir mal Glück gehabt. Oh! Smalltalk. Ja. Oh, Manuel, was hast denn du für eine Robe an? Hallöchen? Hallo, bist du etwa ein Novize? Nun, so etwas Ähnliches, Fremder. Mein Name ist Manuel. Ich bin Schüler des Wassermagiers Mercurius, der hier bei den Nomaden lebt. Du findest ihn meistens vor seinem Zelt beim Feuer sitzen. Kannst du bereits Magie wirken? Die theoretischen Kenntnisse hätte ich allerdings schon, doch in der Praxis sieht es zurzeit noch etwas düster aus. Doch mit etwas Glück werde ich schon bald den ersten Kreis des Wassers lernen und selbst Magier werden. Naja, er sitzt meistens, jetzt ist das hier, der, nicht umhauen hier den Manuel. Das Lied von Manuel. So, da ist ja unser Mercurius. Der ist hier bei den Ziegen. Schade, mit denen kann man nicht quaken. Gut, Mercurius, let's show us. Ich grüße dich. Auch ich grüße dich, Fremder. Kommst du von weit her? Ja, meine Heimat ist die Insel Korinnes. Aus Korinnes kommst du? Dann hast du wahrlich einen weiten Weg hinter dir. Sag mal, du bist doch ein Wassermagier, oder? Das war wohl nicht schwer zu erraten. Mein Name ist Mercurius. Und wer bist du? Ich heiße Roland und bin ein Streiter König Robars. So? Ein Streiter König Robars? Nun, von seinem Reich ist nicht viel übrig geblieben. Nimm es mir nicht übel, aber ich glaube nicht, dass Robar seine Macht wiedererlangen wird. Seine Zeit und die des Königreichs Myrtana ist aller Wahrscheinlichkeit nach endgültig vorbei. Unsere Welt ist im Umbruch. Das Alte ist morsch geworden und geht zugrunde. Etwas Neues kommt. Ob gut oder böse, das wissen allein die Götter.
was macht ein Wassermagier hier in Varant? Nun, Varant ist unsere eigentliche Heimat. Das wissen viele nicht. Bevor König Roba die anderen Wassermagier nach Korinis oder sonst wohin geschickt hatte, zogen sie wie ich mit ihren Sippen durch die endlosen Wüsten von Varant. Ich gehöre zu Said-Sippe, der hier im äußersten Westen von Varant lebt. Doch warum konntest du hier in Varant bleiben? Musstest du nicht fort? Ich bin alt und gebrechlich. Darum erlaubte mir der König, bei meiner Sippe zu bleiben, die sich um mich kümmern wird, bis es nicht mehr geht. Doch sie werden nicht mehr lange diese Sorge haben. Ich weiß es. Schon bald werde ich die Pforten einer anderen, besseren Welt betreten. Aber wenn du glaubst, dass ich der einzige Wassermagier in Varant bin, so irrst du dich. Von überall her kommen sie wieder zu ihren Sippen zurück. Auch aus Korinis. Ich habe meinen alten Freund Saturas wieder gesehen, der mir berichtete, dass sie alle wieder zurückgekehrt sind. Und das geschah zur rechten Zeit, da jetzt eine große Aufgabe auf uns wartet. Ui, von welcher Aufgabe wird er denn wohl sprechen? Ja, da müssen wir uns jetzt mal durchfragen, ne? Von welcher großen Aufgabe sprichst du? Ich wollte gerade ansetzen, aber bitte die Kurzversion. Mercurius lange Geschichte hören. Wollen wir das machen? Nee, ne? Doch, ich will's machen. Super. Ich spreche von der Befreiung unseres Volkes, das von den Assassinen geknechtet wird. Schon bevor König Roba Varant erobert hatte, lebten wir Nomaden mit den Fürsten der Assassinen in ständigem Kampf. Dann kam der große Krieg zwischen Mertana und Varant, in dessen Verlauf es Roba gelang, das Fürstenhaus der Assassinen zu entmachten. Doch leider gelang es ihm nicht, den verhängnisvollen Einfluss der Schwarzmagier im Land zu unterdrücken. Mit großem Geschick gelang es dem Haupt der Schwarzmagier, Zuben, seine Macht zu behalten. Im Grunde war Zuben schon immer der Herr über Varant, dem das Fürstenhaus der Assassinen stets willenlos gefolgt war. Zu sehr fürchteten sie den großen Zauberer, der schon damals, abgeschirmt von allen anderen in Ishtar, seinen Sitz hatte. Nun aber trat er aus seinem mächtigen Schatten heraus und übernahm auch öffentlich die Macht, die er schon immer hatte. Obwohl Robas Heere Varant erobert hatten, ließ der König Zuben und seine Macht ungeschoren. Zum einen tat er dies wohl, um den Widerstand der besiegten Assassinen nicht noch mehr herauszufordern. Zum anderen war er bereits zu sehr in dem neuen fürchterlichen Orkkrieg verwickelt, der all seine Kräfte in Anspruch nahm. Nachdem König Roba schließlich seine Macht über Varant wieder verloren hatte, gelang es den alten Mächten erneut zu triumphieren. Wir Nomaden mussten uns in die Berge zurückziehen, wo wir vor den Assassinen einigermaßen sicher sind. Nun kämpfen wir gegen die Söhne Belias, bis wir wieder frei und ungehindert durch unsere Wüste ziehen können. Okay, das war nicht so lang wie bei, Mensch, wie hieß er nochmal? Komm nicht auf den Namen. Welche Ziele habt ihr Nomaden in diesem Tal? Nun, dieselben, die auch die anderen Nomadensippen woanders haben. Jede Sippe versucht, den Ort der Assassinen zu erobern, der in ihrer Nähe ist. Welcher Ort wäre das hier? In unserer Gegend wäre das Ashdod. Dieser Ort ist für die Assassinen von großer strategischer Bedeutung, zumal sich dort geschützt von starken Mauern und Elitekriegern ein mächtiger Belia-Tempel befindet. Einst wollte diesen König Roba bei seinem Siegeszug durch Varant zerstören lassen. Doch Zuben verhandelte mit Roba und konnte Zeit gewinnen. Dann brach Robas Krieg gegen die Orks aus. Und so konnte euer König zu unserem Unglück sein Vorhaben nicht durchführen. Ashdod liegt versteckt in einem Seitental, am anderen Ende dieses größeren Tals. Es gibt nur einen Zugang, der genauso durch eine Höhle führt, wie wenn man zur Küste will. Und Ashdod wird gut bewacht. Neben den Belia-Kämpfern, die den Tempel bewachen, gibt es im Ort selbst noch zahlreiche Krieger. Belia-Kämpfer? Ja, das sind starke Elitekrieger, die ihr Leben Belia geweiht haben. Vor ihnen musst du dich ganz besonders in Acht nehmen. Sie sind, nimm es mir bitte nicht übel,
so etwas wie die Paladine Belias. Das sollte aber jetzt wirklich kein Vergleich sein. Diese Kämpfer tragen zwar nur schwache Rüstung, aber du solltest sie auf gar keinen Fall unterschätzen. Ihr Fanatismus verleiht ihnen unglaubliche Kräfte. Sei also gewarnt. Zudem wird jetzt der Ort durch mehrere Orks verstärkt. Die Gäste der Assassinen sind. Gegen diese gewaltige Übermacht haben wir nicht die geringste Chance. Daher wird unser Ziel, Ashdod zu erobern, in nächster Zeit wohl nicht möglich sein. Ich hoffe aber, dass Adanos uns eines Tages helfen wird. Das ist also wahrscheinlich ein Teil von der langen Geschichte. Was tun die Orks bei den Assassinen? Die Wüste ist ziemlich groß. Was tun die Orks bei den Assassinen? Man kann ihn ja später mal fragen. Weil das war hier... Der zweite Punkt war halt nämlich noch beim ersten Ansprechen die zweite Auswahl. Die wollen wir jetzt mal nehmen, bevor wir hier noch gleich einpennen. Die Wüste ist ziemlich groß. Das ist sie. Doch wenn du Glück hast, kannst du vielleicht einige der Teleportrouten finden, die es hier gibt. Hier im westlichen Teil von Varant müsste es ungefähr ein Dutzend davon geben. Ach ja. Für unser Lager kann ich dir zumindest schon mal einen Runenstein geben. Wo kann ich die anderen Runen finden? Die meisten von ihnen wirst du an den Orten finden, wo Assassinen leben. Vor allem in drei Städten. Ashdod, Uga und Amarna. Wenn du welche finden kannst, kannst du mich ja darauf ansprechen. Ich werde dir dann sagen, ob du alle Steine beisammen hast. Also die für Uga und für Amarna habe ich ja. So, ich habe jetzt alle Runensteine gefunden. Habe ich jetzt alle Runensteine gefunden? Lass mal sehen. Soweit ich das sehe, wird dir noch die eine oder andere Rune fehlen. Genau, richtig. So, mal gucken, ob er mich heilen kann, weil ich bin ein bisschen angeschlagen. Adanos, segne diesen Körper. Befreie ihn von seinen Wunden und stärke ihn mit neuem Leben. Okay. Handeln. Ja, sehr, 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 sehr wichtig. Gucken, wie viel habe ich... Deine Ware. 8.908. So, jetzt wird es mal wieder interessant für uns alle. Erstmal gucken. Ich gehe erstmal hoch und guck mal, ob ich ein paar Tränke bräuchte. Wie sieht's damit aus? Ein bisschen kränkelig sieht's da aus. Aber, Stoppinger. Wir haben hier Eislanzen. Ich will erstmal globale Teile haben. Großer Feuerball, Angst, kleiner Feuersturm, Geysir. Untote vernichten. Ah, Blutfliege. Kann man immer wieder mal gebrauchen, finde ich. Fleischmanns braucht's nicht. Löwe. Unwetter. Ey, gleich zwei Stück. Schön. Dann Kugelblitz. Wie teuer? Noch nicht so viel. Auf jeden Fall cool. Was ist dort? Skelett erschaffen, Golem wecken, mittlere Wunden heilen. Kann man immer gebrauchen. Dann Blitzschlag, ja toll. Und hier haben wir Runenbuch der Wassermagier. Kostet 100. Auf jeden Fall nehmen. Und ich sehe auch wieder was. Großer Feuerball. Nehmen. Kleiner Feuersturm, nein. Eisbock. Nur gut gebrauchen, Eislanze brauchen. Und ja, bis dahin. Also, bam, bam, Laberwasserflasche brauchen wir nicht. Gut, dann haben wir erstmal gehandelt. So, es wäre schwierig, seine Spruchrolle zu zählen. Zu stehlen, nicht zu zählen. Ich speichere mal ab. Ja, diese Ziegen, die sind aber ganz schön am meckern hier. Meckerziegen. So, Schabern, lass mal. Wer ist der Anführer dieses Lagers? Sein Name ist Zayd. Klar, Zayd. Sein Zelt findest du in der Nähe der Leitern, die ins Tal hinabführen. Er wird dich willkommen heißen, wenn du ein aufrichtiger Freund der Nomaden bist. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Shaban. Zayd gab mir die Aufgabe, auf unsere Ziegen aufzupassen. Aber das ist leider nicht so leicht. Warum? Was ist das Problem? Es gibt zwei Jäger, die ständig hinter unseren Tieren her sind. Das macht mir große Sorgen. Wer sind die zwei? Männer eures Stammes? Nein, da hast du mich jetzt falsch verstanden.
Mit den zwei Jägern meinte ich keine Menschen, sondern zwei gefährliche Raubtierarten, die sich in der Nähe unseres Lagers aufhalten. Welche sind das? Zum einen halten sich hier ganz in der Nähe mehrere Panther auf. Es sind wilde, gefräßige Geschöpfe. Schon einige Male gelang es ihnen, uns eine Ziege mitten aus dem Lager zu holen. Daher haben wir jetzt hier einige unserer Leute postiert, damit diese Bestien nicht noch mehr Tiere reißen können. Die Panther halten sich jetzt zwar zurück, aber sie werden immer hungriger. Ich fürchte daher, dass sie uns bald angreifen werden. Und wer bedroht eure Tiere noch? Einige Greifen, die sich von stolzer Höhe auf unsere Ziegen werfen, wenn wir einmal unaufmerksam sind. Diese gefährlichen, beutegierigen Räubern leben hoch über uns in den Bergen. Sie müssen irgendwo da oben zwischen dem Wald und der großen Höhle ihr Nest haben. Leider aber konnte ich dieses noch nicht ausfindig machen. Doch, waren das die? Die, wo ich denke, dass die waren? Ich könnte mich um die Panther kümmern. Was willst du? Weißt du eigentlich, wovon du redest? Gegen diese Bestien trauen sich nur unsere besten Jäger an. Was gibst du mir, wenn ich die Panther töte? Nun, ich bin nur ein armer Nomade. Aber ich könnte dir das Bogenschießen beibringen. Ach nee. Ich könnte mich um die Greifen kümmern. Was? Das wirst du wirklich? Es sind gefährliche Gegner. Aber wie du willst. Wenn du diese beutegierigen Räuber wirklich zur Strecke bringst, sollst du von mir eine Belohnung erhalten. Was willst du mir geben? Viel habe ich nicht. Aber für einen geschickten Jäger habe ich etwas sehr Wertvolles. Ein Amulett, das die Lebenskraft erhöht. Das sollst du von mir erhalten, wenn du erfolgreich bist. Na, da wollen wir. Die Beute, das meinte ich eben. Die beutegierigen Greife sind tot. Das war ja in diesem Rondell da mit den Bögen. Die beutegierigen Greifen sind tot. Perfekt. Sehr gut, Jäger. Fremde. Und wie versprochen, sollst du auch deine Belohnung haben. Gut. Schobern. So, dann haben wir hier noch ein paar Ziegen und hier sind noch ein paar Peoples, die hier... Lässt mich die kleine Ziege... Zicklein! Oh, Zicklein, es gibt Zickleins, ganz kleine. Schön. Wen haben wir denn hier? Nomade und nochmal Nomade. Ich schätze mal, dass ich dann da in die Richtung müsste, irgendwie, um auf die Panther zu kommen. Doch, wie viele Minuten haben wir? Wir haben noch ein paar Minuten. Ich werde noch mal versuchen anzufangen, nicht übers Zicklein treten, Roland. Und zwar bei Kamal, um die Malev. Malev habe ich noch gar nicht gesprochen, oder? Okay, müssen wir Malev machen. Hallo, bist du der Schmied? Ja, Fremder. Ich bin Malev, der Schmied. Was willst du von mir? Schmieden. Kannst du mir das Schmieden von Waffen lehren? Such dir lieber einen anderen, der dir das Schmieden beibringen kann. Und was haben wir denn handelstechnisch denn dabei? Moment, Pfeile. 250 Normalpfeile. Nicht. Na, ich muss wieder zurück. So, zack. Dann Bolzen, dann Eispfeile und dann Eisbolzen. Hm, was kosten denn die Eispfeile? 8. Okay, nee. Ich gehe mal speichern und Musik anmachen. Ja. Ruslan und der Nomade. Dann werden wir hier mal hurtig-spurtig zum Kalim. Ich kann mir solche Namen niemals nicht merken. Oder hinten sieht... Jetzt ist leider die Mauer weg. Mauer nicht weg, aber die ist jetzt da. Da war nämlich so eine Felsformation, das sah aus wie ein Schiff. So, damit wir hier noch ein bisschen was hier für die Liebe machen. Selima. So, Kamal. So, Kamal. Was hast du eigentlich gegen Russland? Russland, sorry. Was hast du gegen Russland? Warum willst du das wissen, hä? Weil Russland gerne deine Tochter heiraten will. Der Kerl soll bloß seine Finger von meiner Tochter lassen, sonst mach ich ihn fertig.
Und du hast dich in dieser Angelegenheit überhaupt nicht einzumischen, verstanden? Nochmal, was hast du denn bloß gegen Ruslan? Er ist genauso ein überheblicher Besserwisser wie du. Und nun hau ab. Ich will dich nicht mehr sehen. Okay. Was sagt unser Logbuch? Pantherjagd, Teleport, so Werbung für Selima. Kamal ist schlimmer, als ich gedacht habe. Der Kerl ist ja wirklich unausstehlich. Naja, dann gehen wir jetzt. Fetzen wir eben mal im Schnelldurchgang zu Ruslan. Da sind wir. Mal gucken, vielleicht hat er ja eine Idee. Hey du! Nö. Hä? Das ist komisch. Wieso? Tipp gibt's ja auch hier nicht. Okay, Wassermagier Mercurius, darum geht's ihm, um das, was sie uns erzählt haben, aus Ashdod vertreiben. Das wird bestimmt was ganz Spätes werden. Teleport in Varant. So, das geht um diese Dutzend Teleportruhen, von denen ich schon einige habe. Jep, Pantherjagd. Der nomade Schaban hat Angst, dass seine Panther seine Ziegen fressen könnten. Ich werde damit mich um die Sache kümmern. Ja, bis dahin, liebe Leute. Dann kümmere ich mich in der nächsten Folge um ein paar Sachen. Und gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Und ich sehe gerade, da hinten ist eine Werkbank. Ah, da muss ich ja wieder noch ein Gift. Und überhaupt, das werden wir aber fortsetzen. Bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich. Tschüss.